Weiter geht's mit Katana Zero, Folge 2. Wir müssen Fa Yuan umbringen. Das hier vernichten. Los geht's. Wie ich betonen möchte, steht in Ihrem Dossier, Ihr Ziel bei dieser Mission ist Fa Yuan. Anderen darf nichts geschehen. Und wenn mir keine Wahl bliebe? Es ist eigentlich eine einfache Sache. Passen Sie auf, dass es nicht dazu kommt. Verstanden. Gut. Weiter so. Tja, hier sind wohl schon alle tot. Das ist Fa Yuan. Sein Leichnam ist noch warm. Drache, Sie sind umstellt. Geben Sie auf, oder wir reagieren mit höchster Gewalt. So, jetzt haben Sie Knarren. Aber es ist hier relativ dunkel, deswegen sehen Sie mich nicht. Jetzt muss man nur wieder rauskommen. Oh, was war das? Tja, hab ich weggeklickt, Mist. Mal gucken, ob das jetzt. Ja, genau. Okay, keine Aufzeichnung. So. Unsere Auftraggeber sind zwar zufrieden, dass das Ziel eliminiert wurde, aber auch bestürzt, weil dem Vertrag nicht in allen Punkten entsprochen wurde. Dass die Polizisten zu Kollateralschäden wurden, gilt als inakzeptabel. Kehren Sie nach Hause zurück und bereiten Sie sich auf die morgige Mission vor. Hey, Papa braucht seine Medizin! Hilf einem alten Veteranen, ich habe... Nee. Im Krieg 6 Affenbastarde umgelegt. Ich habe im Krieg mein verdammtes Bein gegeben und du läufst einfach weiter. Du schuldest mir was, Mann. Ich habe auch gedient. Was? Mit den Affen? Du siehst aus wie ein verfluchter Affe. Ich habe deine Familie getötet, Blödmann. Warum dulden wir sowas wie euch überhaupt in New Mecca? Verfluchte Affen, ihr sollt alle verflucht sein. Schert euch weg aus New Mecca, verflucht. Hätten wir euch bloß alle abgemurkst. Ich habe einen Orden bekommen. Zeig mal her. Hey, der gehört mir. Den hast du mir geklaut, du Affenarsch. Hilfe, Hilfe, so ein Affenarsch versucht meinen Orden zu klauen. So hilf mir doch jemand. Her damit. So hilf mir doch jemand. Überfall, dieser Mann überfällt einen Veteranen. Helft mir. Den Orden schnappen. Hilfe, so hilf mir doch jemand. Ja, den lassen wir mal am Leben. Da bist du ja! So ein Typ hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Sieht aus wie ein Film. Wer hat dir das gegeben? Keine Ahnung, so ein Typ mit einer doofen Frisur. Hat bloß gesagt, ich sollte dir das Ding unbedingt geben. Also? Darf ich mitgucken? Heute nicht. Och, komm schon, ich habe den ganzen Tag hier draußen auf dich gewartet. Im Moment nicht, okay? Oh, na gut, tja... Dann bis später. Wovon redest du? Die sind zu groß. Wo sollten wir sie denn hintun? Nee, ich rede von Modelleisenbahnen, Alter. Denk doch nur, welche Bereicherung für das Apartment. Wie wär's mit Modelldinosauriern? Denk doch mal nach, Alter. Tuckert vor sich hin, sammelt Passagiere ein, wie... Weißt du, was ich meine?
Ja, Mann. Genau, Alter. Wir könnten Zugbros sein. Jeder liebt Zugbros. Scheiße. Wenn das die Bullen sind. Und wenn das der Pizzamensch ist. Boah. Wir müssen es riskieren. Hammer. Verflucht nochmal, Mann. Ich höre, hier drin ist eine Party am Laufen. Wer will Party machen, verflucht nochmal? Hey, schau mal. Für den mache ich wohl ein bisschen zu heftig Party. Was ist mit dir, ha? Hast du Bock auf Party? Was soll die Scheißmusik? Habe ich schon von meiner verfluchten Limo ausgehört. Habt ihr Typen keinen Hardbass? Ins Knie. Weißt du, was eine Ratte in der Falle sagen würde? Verflucht. Und ich hatte kein Mitleid, denn sie ist ja Ungeziefer. Ein Tier. Sie ist in jemandes Zuhause eingedrungen und die Welt wäre besser dran ohne sie. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Es ist noch nicht fertig. Ich würde dich ja bitten, mir zu sagen, was du davon hältst, aber die letzten Typen haben hinterher keinen Mucks mehr gesagt. Die Zeit fing aber tatsächlich an zu kriechen für sie. Spürst du's? Halt still. Aua. Hör auf zu heulen. Ich habe nicht mal bis auf den Knochen geschnitten. Wo bleibt denn dein Enthusiasmus? Vielleicht bist du noch nicht so ein Partylöwe? Dann solltest du vielleicht die Musik nicht dauernd so verflucht laut drehen. Friss Scheiße. Du hast wenigstens mehr Rückgrat als dein Freund. Gefällt mir. Aber euer Nachbar, nicht so. Dem passen der ganze Krach und die Partys nicht so. Das ist überhaupt der Grund, weshalb ich hier bin. Er kriegt kein Auge zu. Wusstest du das? Der Typ ist ein Serienmörder. Einer der größten. Eine verfluchte lebende Legende, Mann. Hey, lächle mal in die Kamera. Tja, keine Party mehr nebenan. Sind wir mal außerhalb des Büros. Praxis geschlossen. Alle Termine auf morgen verlegt. Der hätte auch anrufen können. Deine Anwesenheit wird gewünscht. Ich habe dich durch den Regen laufen sehen und dachte, ich könnte dich doch mitnehmen. Muss schon sagen, ich bin ein Fan von dir, Mann. Ein riesiger Fan. Neulich abends in der Fabrik, das waren meine Leute, die du getötet hast. Was wollen sie? Mir ist, als spreche ich hier mit einem Filmautoren. Du bist der verfluchte Drache. Also, wie hat dir mein Geschenk gefallen? Das Video. Warum haben sie meinen Nachbarn getötet? Laute Nachbarn, ja? Hey, wie fandest du die Sache mit dem Seitenschneider? Genial, stimmt's? Sie sind ziemlich widerlich. Das will ich hören. Scheiße. Ich habe nicht mal gefragt, ob du was haben willst. Machst du Party? Was? Koks, das Zeug auf dem Tisch. Die Jungs und ich arbeiten daran, diese Kampfdroge aus dem Krieg wieder aufzulegen. Du musst es mal probieren, das ist verrücktes Zeug. Hey, ich habe kein Messer. Reich mal zum Schneiden dein Schwert rüber. Sie fassen mein Schwert nicht an.
Sei nicht so waschlappig, Mann. Hey, gib mir ein Messer. Gib mir ein verfluchtes Messer! Ja, verflucht! Ups, her damit, na gut. Ja, verflucht. Das ist guter Stoff, ne? Und halten tut er auch ewig. Hör mal, Mann. Ich habe ein paar abgefahrene Kameras im Studio 51. Bringen wir diese blöden Tussen hin und schlagen wir ihnen die Schädel ein. Du und ich, Mann. Wir lassen diese ollen Live-Leak-Videos aussehen wie Kinderkacke. Ich mache keine Snuff-Filme. Komm schon, Mann. Ich hab dir doch mit deinem lauten Nachbarn geholfen. Ich sag nicht mal was. Dass du meine Jungs umgebracht hast. Alles gut, du verfluchter Untermensch. Du glaubst, du bist besser als ich? Du tötest in einer Nacht mehr Leute als ich in meinem ganzen Leben. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Etwas leiser. Kennst du überhaupt die Bedeutung von Respekt? Verstehst du, was ich dir anbiete? Verpiss dich, Snow. Er hatte kein Interesse. Er hat abgelehnt und ist damit davongekommen, okay? Hau ab! Wie auch immer, Snow, ich bin beschäftigt. Ach du Scheiße, bist du mir ernsthaft gefolgt? Du hast verkackt. Was zur Hölle? So, nächstes Level. Studio 51. Langsam wird die Story ein bisschen ernster. Verflucht, ich bin nicht in Form. Ich hätte meinen Personal Trainer nicht abknallen sollen. So, hier ist die Tür dicht. Dafür müssen wir drei Räume erledigen. Und der blödeste ist der mit der Lore. Deswegen mache ich den zuerst. Ich hoffe, es war dieser hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jawohl. Das ist ein bisschen wie bei Donkey Kong Country. Natürlich nicht ganz so lang und nicht ganz so schwer, aber auf jeden Fall nervig genug. Ups. Ja gut. Das lief ganz okay. Steht einer, der ballert, das vergesse ich jedes Mal. Gut, mal gucken, wie lange das dauert. So, machen wir Zeitlupe, dann ist es ein bisschen einfacher. Okay. Jetzt muss man unten runter durchschleichen, damit man nicht von den Lasern getroffen wird. Und jetzt muss man da oben links lang. Oh, waren schon alle? Ja. Okay, jetzt müssen wir wieder auf die Lore warten. Hoffentlich verkacke ich den Sprung nicht. Okay. Gut, das war's auch schon. Wie gesagt. Nicht ganz so wild. So. Aber hier. Lila Schlüsselkarte aufgelesen. Unsicherheit im Weltraum. Sehr kreative Stockwerkbezeichnungen haben die hier. So, jetzt kriegt man Molotow-Cocktails schon. Das ist auch ziemlich geil. Hier ist ein Roboter. Halt, Fleischling. Dein mickriges Schiff wurde gekapert. Ich bin der unbesiegbare Cyberman von Glorbox 12. Ergib dich meinen überlegenen Roboterintellekt. Ich bin gekommen, um alle Menschen zu vernichten und Kaugummi zu kauen. Und jetzt sind mir die Menschen ausgegangen. Piep, boop. Ich bin programmiert zu lieben.
Korrigiere. Ich bin programmiert, das Töten von Menschen zu lieben. Piep. Alle Menschen vernichten. Piep, boop, piep, boop. 0111001101011111100 bla bla. So. Das war lustig und das war Glück. Und jetzt war das alles umsonst. Na sowas. Na gut. Verdammt. Ja, langsam wird's ein bisschen kniffliger. Das war zu früh. So. Okay, ich muss auch erst, jetzt muss ich langsam wieder reinkommen in diese ganze Mechanik. Ja, das klappt auch nicht, okay. Gleich habe ich es bestimmt irgendwann. Nee, oder auch nicht. Mal gucken, wie viele Versuche ich brauche. So. Jetzt muss ich warten, bis der an der Tür ist und dann rollen. Nee, das klappt auch nicht. Eieieiei, okay, ich werde vielleicht den Molotov-Cocktail, dann soll das wohl irgendwie klappen. Der natürlich nicht da. Ich warte mal kurz auf den. Okay, so geht's. Eieiei, das hat aber gedauert. Okay, naja, egal. Ist ja auch gut, wenn es schwerer wird. Dann hat man wenigstens noch mal eine Herausforderung. So, die kann man jetzt einfach alle in die Luft jagen. Dann werden die geholt. Die kommen dann runter. Kann man wegklatschen. Die beiden kann man double killen. Einen weg, den weg, den weg. Zack, easy, gar kein Problem. Okay. Oh, ja gut. Und dann schießt er aus dem Bereich, wo ich noch gar nichts sehe. Das ist natürlich frech. So, einmal kurz gucken. Da ist der Typ mit der Gun. Okay. So, geht doch. Ups. Und das war die zweite Schlüsselkarte. Ein paar Anläufe mehr gebraucht, als es mir lieb gewesen wäre, aber naja. So, ein Stockwerk noch. Danke, dass du mich verschont hast, Fleischling. Deine Gnade hat meine Mitgefühlsvariable erhöht. Vielleicht seid ihr Fleischlinge ja gar nicht so übel. Fehler, 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 mit Gefühlswert 1 zu hoch. Selbstzerstörung in 5, 4, 3, 2, 1. Ich bereue nur, dass ich nie Liebe fand. Der Arme. So, stille Hügel. Ups, da bin ich in die Schranke gelatscht. Ach, das gibt's doch nicht. Also echt, wenn mir das nochmal passiert, dann... Eieieiei. So, geht doch. Was ist das? Rauchbombe? So. Da ist noch eine. Okay. Tja. Das war auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber was soll's. So langsam, also jetzt, habe ich echt nicht mehr so viele Erinnerungen an die Level. Ich erinnere mich immer merkwürdigerweise an die Anfänge von Spielen am besten. Ich weiß auch nicht genau, warum. So. Aber hier kann man hoch. So, okay. Und die letzte Schlüsselkarte. Wer ist denn das? So, und wieder in den Aufzug. Das ist doch lächerlich. Gut, habe ich gerade nicht aufgepasst. Ups. Passiert. So. Zurück in die Lobby, jetzt kommen wir da durch. Und dann steht der erste Bosskampf an, soweit ich weiß. Frag mich nicht, wie der funktioniert hat. Ich weiß es nicht mehr. Hier muss man erst noch durch. Okay.
Ups, das habe ich auch zu spät gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das schlau ist, das zu machen. Eieiei, langsam wird es echt ein bisschen komplizierter. So, der wird jetzt gerufen, dann kann man die hauen und dann den und dann den. Ach Mann, ey, und dann stehen sie da natürlich direkt. Okay, es ist ein bisschen Trial and Error jetzt. Aber wird schon. Oder auch nicht. Okay, gut. So, den, den und dann nicht direkt abschießen lassen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Okay, mal gucken. 13 Versuche brauche ich bestimmt noch. So, zack, den. So, geht doch. Eieieiei. Na gut. So, und da ist er. Er ist gerade gekommen. Ja, er ist allein. Komm rüber. Ich will keine Flecken auf meinen frischen Trainingsanzug. Komm schon. Das ist geschäftlich. Tja, dann mal los. Da wird man natürlich auch einfach direkt erschossen. Der ist ganz schön haarig, der Gute. Aber er ist ja auch der Hauptwidersacher. Nein, 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 nein! Das war knapp, okay. Und dann trifft er mich natürlich trotzdem. Und jetzt wieder. Ah, nee, doch nicht. Den kann ich abwehren, okay. Was für ein Frechdachs. War es das schon? Was für eine Verschwendung. Shinkagerie-Schule. Für deine Lieblingsprojekte hatte ich noch nie viel übrig. Spar dir das für später, Snow. Geh jetzt heim und vergiss das Ganze. Dies ist deine einzige Warnung. Was für eine verfluchte Verschwendung. Hauen wir hier ab. Ja, hauen wir ab. Deine Haltung ist schlampig. Nächstes Mal erwarte ich mehr von dir. Tut mir leid, dass ich heute nicht in der Praxis war. Ich habe Ihren Termin auf morgen verschoben. Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Nacht. Die Tür öffnen, ja. Süßes oder Saures? Was? Süßes oder Saures? Fröhliches Halloween! Erkennst du mich? Ich bin angezogen wie du. Was? Wie meinst du das? Was? Süßes oder Saures? Süßes oder Saures? Du sollst mir Bonbons geben, jetzt gleich. Ah, lass mich mal sehen, ob ich welche habe. Okay. Kühlschrank durchsuchen? Ja. Tada! Du hast da einen Fischkopf. Oha, ein Kopf. Schönen Gruß an Leviathan. Fröhliches Halloween. Und ab ins Bett.
Seht nur, Komik. Der widerspenstige Schwertkämpfer erwachet aus vergiftetem Schlummer. Tragik und ich haben dir was in den Tee getan. Hast es nicht mal gemerkt, Idiot? Kämpfen. Ihr kämpft vergebens, fehlgeleitetes Herz. Es ist nicht an der Zeit für euch, diese geheimnisvolle Schwelle zu überschreiten, obwohl Zeit sich der Herrschaft keines Mannes unterwirft. Seht nun in mein jammervolles Antlitz und lauschet jenen Worten. Genau, lausch du nur, du Scheißkerl! Zwei glänzende Masken, dein Antlitz zieren aus Gold und Sterlings Silber. Sie entscheiden über Leben und Tod. Seht, die Silbermaske befiehlt den Tod. Mit Schwert und Schleuder bringet auf dem Altar den trüben Wein der Menschen dar. Bist ein echter Killer, hm? Nicht ganz so gruselig, wenn du K.O. bist. Die goldene Maske leuchtet vor Leben. Eine Vestalin, die das unendliche Fraktal der Zeit durchwandert, von Babylons heimtückischem Zauber unberührt. Ist das da etwa ein Mädchen? Ich wusste gar nicht, dass du ein Bewusstsein hast. Gestörter. Zwei Masken besitzet ihr, doch eine allein vermag euer Antlitz zu schmücken. Gold oder Silber, Leben oder Tod. Drei Körner Sand bleiben euch noch in eurem schrumpfenden Stundenglas. Entscheidet um eurer Seele willen, o fehlgeleitetes Herz, die stoische Ernte der Zeit bringt Bitternis. In 3 Tagen treffen wir uns wieder und du musst wählen, Leben oder Tod. Aber vergiss nicht, egal wie du entscheidest, die andere Option nehmen wir dir. Und jetzt hau ab. Hey, dem geht's auf jeden Fall seelisch nicht ganz so gut, unserem Hauptcharakter hier. Wie es scheint. Also, erzählen Sie nochmal von den Maskierten. Wie komme ich hierher? Die Maskierten aus ihrem Traum, erzählen Sie mir mehr. Was ist los, verdammt nochmal? Wann bin ich hierher gekommen? Ah, was geschieht mit mir? Hören Sie mir überhaupt zu? Sie Stück Scheiße! Was zur Hölle? Wach auf. Wach auf, verflucht nochmal. So, und was hier los ist und wie es weitergeht, dazu mehr in der nächsten Folge.